Was geht ab, meine lieben YouTuber? Ich bin's wieder, euer Tiger, wenn ich 15. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Star Wars Helmsammlung von De Agostini. Wir sind schon bei Ausgabe 16 angekommen. Wie immer gesagt, hier alle 2 Wochen die Star Wars Helmsammlung Vorstellung. Fangen wir mal an mit der 16. Ausgabe, sorry. Diese 16. Ausgabe ist nämlich der Soldat der 501 Sturmtruppenlegion. Der hier nämlich. Ausgepackt natürlich auch dabei. So sieht der Helm ausgepackt aus. Gefällt mir Hammer. Ehrlich gesagt, der Film Helm ist einfach der Hammer, ganz ehrlich. Okay. Der Helm. Ja. Ich weiß nicht genau, aus welchem Teil das ist, aber ich glaube, ja, doch, aus dem 3. Teil. Ich hasse das, wenn es nicht scharf wird. Ich hasse das. Geht doch. Ja. Spezies. Ein humanoider Klon. Größe 1,83. Camino, die Herkunft. Fähigkeiten, außergewöhnliche Kämpfer, blinder Gehorsam. Sonstiges. Loyalität gegenüber des Imperium. Ja, denn total geil, ganz ehrlich, gut, also gut detailliert. Ich kann dir nochmal von der, also die aus verschiedenen Richtungen zeigen, also so hier. Was ist denn das? Also ich finde den Film Helm sehr, sehr cool. Hier ist nämlich dieses... Alter Schwede. Hier ist die Beatmung, der Mundzugang, die Brille. Hier unten auch nochmal zum Beatmen, also das hier. Das will ich jetzt mal scharf, du. So. Ja. Ich glaube... Wir können auch mal andere Videos machen, zum Beispiel hier. Wie wär's denn also wir werden auf jeden Fall noch die Star Wars Videos machen, bla bla bla, links von Star, links, rechts, Uppercut. Ja, ja. Wir können zum Beispiel auch, wie wär's denn mit The Walking Dead? Das ist auch ein ganz großes Thema mit der 8. Staffel, die 7. Staffel, wie es enden wird, wie es mit Negan und alles bla bla bla, links von Star, tralala. Also sagen wir mal, im nächsten Video reden wir über The Walking Dead. Also ich kann auch was vorstellen und so über von The Walking Dead. Schon ein paar Sachen da. Ne? Okay, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Star Wars Helmsammlung. Und ciao.